Ja, dann fangen wir an. Guten Abend von meiner Seite. Mein Name ist Ralf Schwörer. Ich bin Lehrer hier an dieser schönen Schule, allerdings nur mit einem ganz kleinen Deputat. Den Rest meiner Arbeitszeit verbringe ich 3 Stockwerke höher beim Schulträger dieser Schule, der Schulstiftung. Und freue mich, Sie hier begrüßen zu dürfen. Vielleicht kurz zu dem Equipment hier, das hat jetzt nichts mit meinem Vortrag zu tun, sondern nächsten Samstag findet hier ein Theaterstück statt. Die haben gestern angefangen zu proben und so schlecht finde ich es gar nicht, das Bühnenbild. Also passt doch eigentlich auch ganz gut. Ich begrüße auch die Leute, die eventuell von außen hier teilhaben. Mein Jüngster veranstaltet einen Livestream, den man bei YouTube abrufen kann. Bin ich selber mal gespannt, wie das dann wird. Kann man auch später sich vielleicht noch anschauen. Aber es geht jetzt erstmal um die Leute, die hier sind. Vielleicht vorneweg, Sie sind hier nicht bei Mundologia. Diejenigen, die Mundologia nicht kennen, Mundologia ist eine sehr erfolgreiche Vortragsserie. Da sind Profi-Fotografen oftmals unterwegs und zeigen Hochglanzbilder und Filme. Hier geht es eben nicht um Profi-Fotos. Ich habe alle Fotos, die ich hier zeige, mit dem Handy gemacht, denn es war nicht eine Reise, die das Ziel hatte, hier einen Vortrag zu machen, sondern es handelt sich halt um ein Radrennen. Und wer schon mal ein Rennen gefahren ist, der weiß, dass man da nicht unbedingt die Muße hat, dann noch Filme zu drehen oder Fotos anzufertigen. Ja, beim Stichwort Radrennen. Lukas, jetzt bräuchte man noch. Beim Stichwort Radrennen. Beim Stichwort langes Radrennen haben die meisten so die Verbindung und denken dann erstmal an die Tour de France. Ich möchte hier einfach mal ein paar Vergleiche anstellen. Tour de France 2022, die Fahrer haben 3.350 Kilometer zurückgelegt in 3 Wochen, es waren 21 Etappen. Beim Transcontinental Race sind es 4.360 Kilometer, zumindest ich bin so lang gefahren. Jeder andere Teilnehmer ist anders gefahren, weil die Strecke nicht feststand, in 2 Wochen Zeit. Das Zeitlimit beträgt 16 Tage, also das ist schon mal ein deutlicher Unterschied zur Tour de France. Ein paar andere Kategorien, die man hier noch nennen kann, wäre zum Beispiel das Preisgeld. Bei der Tour de France werden 2,3 Millionen Euro ausgeschüttet. Beim Transcontinental Race geht es nur um den Ruhm sozusagen. Preisgeld gibt es nicht. Noch interessanter, bei der Tour de France ist ein Tross von Begleitfahrzeugen und Masseure, Köche, Ärzte und so weiter unterwegs. Also pro Fahrer ungefähr 28 Leute, die da unterwegs sind. Beim Transcontinental Race gar keiner. Denn dort ist es streng verboten, Begleitpersonen dabei zu haben. Auch interessant, vielleicht das Siegerfahrrad. Jonas Vingegaard links, nebendran von Christoph Strasser rechts. Die Räder unterscheiden sich gar nicht so arg, eher so, wie sie bestückt sind. Beides übrigens, der Jonas Vingegaard und der Christoph Strasser, beides Profis. Christoph Strasser, Langstreckenradprofi, der sein Geld dann mit solchen Vorträgen, mit Büchern und so weiter verdient und natürlich eine Menge an Werbeverträgen. Man könnte auch mal hergehen und könnte sagen, wir vergleichen einfach mal die Durchschnittsgeschwindigkeit. Da sage ich dann, Jonas Vingegaard, der ist nicht mehr als doppelt so schnell, aber ich bin mehr als doppelt so alt wie er. Und deswegen stimmt dann die in der Rubrik altersrelativierte Geschwindigkeit dann doch wieder. Also bei der Tour de France, ich nenne das auch immer gern betreutes Radeln, sind halt einfach ganz andere Dinge wichtig. Aber was ist denn das Transcontinental Race? In Wikipedia heißt es,
Es ist das längste Ultradistanz-Radrennen in Europa. Seit 2013 wird es organisiert. Und ganz wichtig, es gilt das Selbstversorgerprinzip. Die Teilnehmer sind unbegleitet und müssen sich auf der Strecke selbst versorgen. Bis auf mehrere Kontrollpunkte muss auch die Streckenplanung selbst organisiert werden. Und so weiter. Interessant, 2019, das war die Austragung vor dem letzten Jahr, weil 20 und 21 ist es Corona-bedingt ausgefallen, gewann Fiona Kolbinger, eine junge Ärztin aus Dresden, dieses Rennen. Hat da 204, also die Gesamtwertung vor 264 Männern hat sie das gewonnen. Und das ist auch das Schöne, dass da tatsächlich kein Unterschied gemacht wird. Und Fiona hatte das damals geschafft, indem sie konsequent jeden Tag 19 Stunden im Sattel verbracht hat, 4 Stunden schlafen und nur eine Stunde für den Rest aufgewandt hat. Das hat kein Mann geschafft. Natürlich ist sie auch eine hervorragende Radfahrerin, ganz klar. Aber durch diese Konsequenz hat sie eben dann dieses Rennen 2019 gewinnen können. Im Prinzip geht es einfach nur darum, diese Brevetkarte, ich habe sie hier, diese Brevetkarte durch Europa zu fahren, und auf der Rückseite muss man sich einfach 5 Stempel eintragen lassen. Also ein bisschen was hat es so von Pilgern. Die Randonneure sind einige hier, also die Langstreckenradfahrer, die kennen das Spiel mit den Stempelkarten von unseren Brevets. Ich habe so einen Stapel von mehr als 60 solcher Brevetkarten zu Hause, aber die hier ist mir irgendwie besonders lieb. Und schon irgendwie interessant, dass auf der ganzen Welt können die Positionen der Fahrer ermittelt werden, aber am Schluss geht es einfach nur um Stempel auf so einem Stück Karton. Es gibt 10 ganz einfache Regeln. Man muss von der Start- bis zur Ziellinie fahren und die Kontrollpunkte passieren, die vorgegeben sind. Hilfe durch Dritte ist untersagt. Speisen und Getränke, Ausrüstung müssen selbst mitgeführt oder unterwegs gekauft werden. Windschattenfahren ist streng verboten, es sei denn, es gibt auch eine Paarwertung, da dürfen 2 Leute immer Windschatten fahren, ansonsten ist es verboten. Man muss aus eigener Kraft vorwärts kommen. Fähren darf man nehmen, aber nur, wenn sie praktisch direkt über den Fluss gehen und nicht man da noch ein bisschen Strecke machen kann damit. 6. Punkt, die Position muss nachgewiesen werden. Jeder Teilnehmer, jede Teilnehmerin hat einen GPS-Tracker, bekommt er vom Veranstalter, und dieses Gerät sendet dann die Position immer an den Veranstalter und kann dann auch im Internet verfolgt werden. Wenn man mehr als 2 Tage nicht aktiv ist mit diesem Tracker, dann gilt es als abgebrochen, und keine Versicherung, kein Helm, kein Licht am Rad führt eben auch zum Abbruch. Man nennt es Scratch. Und 9. Punkt, jeder Fahrer muss die lokalen Gesetze kennen und befolgen. Und 10. Punkt, fahre im Geiste der Autonomie und der Chancengleichheit. Ins Leben gerufen wurde das Rennen von Mike Hall. Das war auch ein sehr bekannter und guter Langstreckenradler. 2012 hat er den Weltumrundungsrekord aufgestellt. Im Jahr 2017 ist er bei einem Unfall mit dem Auto ums Leben gekommen, in Australien, am 31. März. Deswegen unter dem Hashtag BeMoreMike versuchen eben die Freunde, seine Freundin ist die Hauptorganisatorin gewesen, dieses Rennen in seinem Geist weiterzuführen. Ja, wie sieht's aus? Start ist in Geraardsbergen. Die ein bisschen radsportaffin sind, kennen den Ort, ein ganz kleiner Ort in Belgien, aber das Bekannte an dem Ort ist eine Steigung, eine Kopfsteinpflastersteigung, die Kapellmoor, oben ist eine Kapelle. Und da geht die Flandern-Rundfahrt immer drüber und ist eigentlich oft rennentscheidend, diese Steigung. Und diese Steigung war im Prinzip der Start des Rennens. Ziel ist unten rechts in Burgas am Schwarzen Meer. Jetzt könnte man natürlich, ich habe mir den Spaß mal erlaubt, wie könnte man denn am einfachsten von Geraardsbergen nach Burgas fahren? Ich kam da auf 2500 Kilometer.
teilweise schön an der Donau entlang, insgesamt, was waren es, 10.000 Höhenmeter, nie höher als 700 Meter über Meer, wäre relativ entspannt. Jetzt gibt es aber noch diese Kontrollpunkte. Der erste Kontrollpunkt im Erzgebirge in Tschechien und dieses Rote, was da immer dabei ist, ist so ein Stück, was man dann immer fahren muss. Man nennt das Parcours. Das war dort ein 120 Kilometer langer Parcours, den alle fahren mussten. Der war ziemlich heftig im Erzgebirge, 2300 Höhenmeter, aber das mussten ja alle fahren. Der zweite Kontrollpunkt war in der Nähe von Bormio und der Parcours, der ging über den Gavia-Pass. Die dritte Kontrollstelle war dann in Montenegro im Durmitor-Nationalpark. Und die vierte Kontrollstelle, haben sie sich dann was Besonderes ausgedacht, haben sie uns nochmal nach Transsilvanien geschickt. Transalpiner Hochstraße sind wir da gefahren und der Parcours hatte es dann besonders in sich, weil wir dort 44 Kilometer eine heftige Gravelstrecke, also eine Schotterstrecke, fahren mussten. Und so kommt es halt dann dazu, dass es halt nicht nur 2600 Kilometer waren. Ja, die Frage ist, wie kommt man denn jetzt von Geraardsbergen da zum ersten Kontrollpunkt nach Krupka in Tschechien. Und da könnte man ja jetzt mal sich den direkten Weg vorstellen. Der würde dann so ungefähr über Köln und dann aber wäre da halt der Westerwald, Vogelsberg, Rhön und der Thüringer Wald dazwischen. Also es wäre eine ziemlich hügelige Angelegenheit. Und deswegen ist immer die Frage, wie plane ich denn meine Route? Also das wäre jetzt im Prinzip die direkte Route. 855 Kilometer mit 8300 Höhenmeter wäre da zu bewältigen. Jetzt ist aber das mit den Höhenmetern auf Langstreckenrennen so ein Problem. Denn also ich fahre unheimlich gern den Berg hoch, aber man braucht natürlich deutlich mehr Kraft und mehr Leistung dazu. Und deswegen gilt es halt, die Höhenmeter zu minimieren. Also kleiner Vergleich, wenn ich mir jetzt vorstelle, die Strecke von Waldkirch auf den Kandel, das sind ungefähr 10 Kilometer, 1000 Höhenmeter ungefähr, da brauche ich ungefähr eine Stunde. In einer Stunde kann ich aber auf der Ebene 30 Kilometer fahren. Das heißt, man könnte jetzt umrechnen, 1000 Höhenmeter mehr entsprechen ja praktisch 20 flachen Kilometern. Das gilt halt nur bei einem Berg. Wenn man aber dann mehrere Berge summiert, dann geht die Rechnung halt nicht mehr auf. Und deswegen habe ich eine Strecke gewählt, die so aussieht. So wahnsinnig viel länger ist sie gar nicht, sind 30 Kilometer mehr und hat aber nur 2900 Höhenmeter. Und das ist eben da die Schwierigkeit, wie man eben dann die Strecke planen muss. Ich benutze hier auch nicht als Routenplaner Komoot, das kennen vielleicht viele Radfahrer, weil man dort einfach gar keinen Einfluss auf den Planungsalgorithmus hat. Hier kann man genau einstellen, wie stark will man jetzt Höhenmeter bestrafen. Also man sieht jetzt hier, ich habe hier Downhill Coast 40, das heißt, ich bin bereit, 40 Kilometer Umweg zu fahren, um 1000 Höhenmeter zu sparen. Und wenn es dann mehr als 6% sind, nochmal 40 Kilometer. Das heißt, da bin ich sogar bereit, 80 Kilometer mehr zu fahren. Und so kommen dann diese Strecken zusammen. Genau, da oben gibt es noch einen interessanten, hier eben, ganz oben habe ich das hier noch drauf, den Schalter, um sich die Beschaffenheit, also die Beschaffenheit der Wegoberfläche anzuschauen, den hatte ich beim Planen nicht drin, den habe ich mir später eingebaut, das werden Sie noch erfahren im Laufe des Abends, was es damit auf sich hat. Dann die Frage, wie bereitet man sich denn vor auf so ein Rennen? Und da sage ich immer, ich trainiere nicht nach Trainingsplan, sondern ich gucke einfach, wie es mir und meinem Körper geht und vor allem versuche ich halt, möglichst viel Spaß zu haben. Und da habe ich es dann ein bisschen wie Eddy Merckx, der einfach gesagt hat, Hauptsache du fährst. Und so versuche ich das eigentlich auch zu machen. Also gar nicht nach Trainingsplan, sondern einfach nach Spaß. Das ist jetzt das, was ich in den 200 Tagen letztes Jahr von Januar bis Ende Juli an Strecken zurückgelegt habe mit dem Rad als Vorbereitung auf dieses Rennen. Und da sieht man eben das Rote, sind wir 39 Mal Tandem gefahren mit meiner Partnerin Manuela. Da haben wir 6000 Kilometer zurückgelegt. Also wenn Sie umrechnen, stellen Sie fest, das sind schon immer relativ lange Strecken, die wir da unterwegs sind.
31 Mal war ich mit dem Einzelrad unterwegs und dann noch ein bisschen langlaufen. Also insgesamt waren es ungefähr 10.000 Höhenmeter, die ich da zurückgelegt habe. 10.000 Kilometer, die ich zurückgelegt habe. Interessant sind so ein paar Dinge wie eben da zum Bodensee. Das war unser 400 Kilometer Brevet, das heute in 2 Wochen wieder stattfindet, wie jedes Jahr. Dann so eben unser 600 Kilometer Brevet ganz links. Und das Grüne sind eben die Langlaufrouten. Und das sieht man jetzt zum Beispiel hier am Neuchâteler See im Schweizer Jura, waren wir eben mal an Fasnacht, 2 Tage zum Langlaufen. Und dann könnte man ja sagen, 2 Tage Skiurlaub und dann mit dem Auto da ins Jura fahren, das lohnt sich ja irgendwie nicht. Ja, wird sich dann nicht lohnen, wenn man halt nicht so in Skiurlaub fährt. Weil dann hat man den Vorteil, dass man auch die Strecke, die man da zurücklegt, schon gleich als Training wieder wahrnehmen kann. Aber war ungewöhnlich, wir haben niemanden gesehen, der Col de Vuy-de-Salpe im Jura da mit dem Rad oben war. War dann auch tatsächlich nach dem Langlaufen abends, als wir dann bei minus 20 Grad noch unterwegs waren, schon ein bisschen ein Härtetest, aber macht ja irgendwie dann auch Spaß. Und wie gesagt, Eddy Merckx, Hauptsache du fährst. Und da waren noch ein paar Routen weiter weg. Da ist zum Beispiel das Blaue oben in der Mitte. Das war Flash Alemannia. Das ist eine Sternfahrt der Langstreckenfahrer. Da sind wir im Fünferteam von Karlsruhe nach Eisenach gefahren. Und wir sind deshalb nicht mit dem Tandem gefahren, weil wir das Tandem halt im ICE nicht transportieren können. Deswegen sind wir da halt mit den Einzelrädern gefahren. Oben rechts ein 600 Kilometer Brevet von Dresden aus. Das haben wir so ein bisschen gemacht, dass ich mal Tschechien ein bisschen kennenlerne, weil da war ich vorher noch nie und bei dem Rennen bin ich ja auch durch Tschechien gefahren und das war ganz interessant, dass ich da schon mal gewusst habe, wie es da mit Verpflegung und die Straßen und so weiter, wie das da aussieht. Unten dann noch eine Super-Randonnée in der Provence. Super-Randonnées sind besonders schöne Strecken, immer 600 Kilometer lang, mit vielen, vielen Höhenmeter, aber immer wunderschöne Strecken, die man da zurücklegt. Ja, also so hat die Vorbereitung eigentlich ganz gut gepasst. Ich bin dann genau eine Woche vorm Start noch den Ultrabike-Marathon gefahren. Da würde man jetzt sagen, vielleicht nicht unbedingt die beste Voraussetzung, aber ich bin ihn relativ zurückhaltend gefahren. Man sieht hier an der Alp de Friedlebruck mit dem Lächeln im Gesicht. Außerdem bin ich jedes Mal dort am Start gewesen und habe gedacht, wenn ich da nicht mitfahre, dann starten die womöglich nicht. Also bin ich halt die Woche vorher da auch noch mitgefahren. Also alles hat super funktioniert. Samstag war eben dieser Bike-Marathon, am Sonntag hatte ich dann die Strecke geplant. Und dann am Montag, nachdem ich 2,5 Jahre mich wirklich schützen konnte, ohne jetzt das groß übertrieben zu haben, aber ich hatte halt einfach, ich habe schon überlegt, vielleicht gehöre ich ja zu den wenigen, die kein Corona kriegen, ausgerechnet eine Woche vorher hat es mich halt dann erwischt. Und das war natürlich ein Riesenschock, weil ich hatte mich lang darauf vorbereitet, alles war eigentlich erledigt, das ganze Material, alles hatte gepasst und dann sowas. Ich habe dann gehofft, dass es vielleicht nicht so schlimm wird, vielleicht ohne große Fieberattacken, hatte aber dann 2 Tage Fieber, also sah dann Mittwoch, Donnerstag gar nicht gut aus und mir ist es da wirklich nicht gut gegangen. Ging aber dann wieder besser, sodass ich auf jeden Fall gesagt habe, wenn es mir gut geht, ich will auf jeden Fall dahin gehen nach Gerardsbergen, ich hatte ja Zug und Flixbus schon gebucht. Und bin eben dann nach Gerardsbergen und war dann tatsächlich am Sonntag auch Corona-negativ. Also das heißt, von daher war das schon mal ein positives Signal, aber ich habe natürlich gemerkt, dass ich einfach noch nicht ganz wieder auf der Höhe war. Aber ich habe gedacht, ich kann ja jetzt mal probieren, hatte auch noch Rücksprache mit meinem Arzt, der ist auch hier, ich glaube, ich habe es vorhin Klaus, genau, gehalten, der auch weiß, dass ich meinen Körper kenne und da habe ich auch gesagt, ich will einfach nur schauen, wie geht es mir damit und wenn ich jetzt merken würde, ich würde Fieber kriegen oder sonst was, dann wäre es halt vorbei, aber ich hätte es dann wenigstens probiert gehabt. Ja, jetzt bräuchte man noch ein bisschen Ton.
Das ist diese legendäre Kapellmur, also diese Kopfsteinpflastersteigung. Da bin ich natürlich dann an dem Tag, bevor abends dann der Start war, halt schon mal hin, habe mir das angeschaut. Dann eben die Kapelle. Und da haben sich dann alle Fahrer dann nachmittags zum Briefing getroffen. Das ist jetzt die Freundin von Mike Hall. So warm and welcoming. And we'd like to... Genau. Also ich bin dann tatsächlich am Start gewesen. Muss aber ehrlich sagen, ich habe eigentlich das nicht für besonders wahrscheinlich gehalten, dass ich das auch bis ins Ziel schaffe, aber es war trotzdem, ich war trotzdem guter Dinge. Ungefähr 250 Teilnehmende waren es bei dieser Austragung und abends um 20 Uhr war dann der Start in Geratsbergen. Jetzt gucken wir uns mal die Strecke vom ersten Teil an, die ich zurückgelegt habe. Also bin da eher ein bisschen nördlich der Mittelgebirge unterwegs gewesen. Dann eben durch Hamm und Paderborn gefahren und habe dann abends in Niedersachsen in einem Ort dann die erste Übernachtungspause gemacht. Haben wir jetzt Ton, Lukas? Okay, also jetzt hatten wir gerade keinen. Jetzt gucken wir mal. Und genau bis zu diesem Punkt ging der erste Parcours, also das Stück, was alle fahren mussten. Und dann gingen die Wege der einzelnen Fahrer auseinander. So sah das dann tatsächlich aus. Also jeder hat ja diesen GPS-Tracker dabei. Und wenn man jetzt hingeht und schaut sich die ganzen Routen an, die einzelnen Teilnehmenden gefahren sind, dann ist es schon ganz, ganz unterschiedlich. Und war dann ganz interessant, weil in der ersten Nacht, die meisten eigentlich durchfahren, trifft man immer mal wieder andere, dann geht es wieder auseinander. Irgendwie nach 2, 3 Kilometern kommt man wieder zusammen, je nachdem, wie man halt geplant hat. Ja, dann habe ich eigentlich am ersten Tag eigentlich gar nicht fotografiert, eine kurze Videosequenz hier auf der Fähre über den Rhein bei Dienstlagen.
Und dann ging es halt weiter durchs Ruhrgebiet. Und ich hatte mir eben vorgenommen, dass ich am ersten Tag oder im ersten Teil nicht mehr als 500 Kilometer fahren möchte. Normalerweise bei solchen Veranstaltungen bin ich immer weit über 600 Kilometer gefahren, habe aber gesagt, ich fahre sehr zurückhaltend. Ich glaube, ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals so zurückhaltend und wirklich ohne jetzt zu große Leistungen zu geben, vorwärts gekommen bin. Und habe dann einfach gesagt, es ist dann vernünftig, bei 500 Kilometer Schluss zu machen. Und es war dann interessant, eben in dem Ort Dassel in Niedersachsen war ein schöner Rewe-Markt an der Strecke. Das ist immer ganz gut, da kann man dann schön einkaufen. Und ich habe sofort gesehen, da gibt es so einen breiten Dachvorsprung, da kann man auch sehr gut übernachten. Dann habe ich die Kilometeranzeige von meinem Navigationsgerät eingeschaltet, weil die mache ich immer aus, weil ich beim Fahren nicht wissen will, wie viele Kilometer ich zurückgelegt habe und noch weniger will ich wissen, wie viel noch vor mir liegt. Habe ich eben dann die Kilometer eingeblendet, stand da 499. Und das fand ich dann eigentlich ein gutes Zeichen und habe dann bei diesem Rewe-Markt abends um 8, also eine Zeit, zu der man normalerweise bei so einer Veranstaltung nicht schon Pause macht, dann eben die erste Pause gemacht, mich super verpflegen können. Dann kann man da sehr schön zwei Flaschen stilles Wasser kaufen. Das reicht hervorragend zum Duschen. Und dann eben in den Schlafsack. In der Nacht hatte ich dann gesagt, ich gönne mir 5 Stunden. Normalerweise sagt man, bei sowas schläft man eher 4 Stunden, weil die Uhr ja die ganze Zeit mitläuft. Aber da war ich einfach halt sehr vernünftig und das hat dann alles ganz gut geklappt. Eben, dann konnte ich dann auch gleich Frühstück noch einkaufen, denn ich bin dann relativ früh wieder weiter. Zum nächsten Stück, zum Kontrollpunkt 1. An Leipzig vorbei und dann ging es eben ins Erzgebirge. Und dann eben den einen kleinen Teil von dem ersten Parcours. Genau, und dann in der Nähe von Grimma sind wir eine ganze Menge Radfahrer entgegengekommen, alle mit so Mützen auf in dem Rotton. Tatsächlich waren die auf einem anderen Bikepacking-Rennen unterwegs. Die sind einen Tag vor uns gestartet am Gardasee und das Ziel war am Nordkap. Also verrückte Leute gibt's. Also jedenfalls, hier habe ich Sarah Dunker getroffen aus Mannheim, die auch hier schon in Freiburg-Breves gefahren ist. Und ich habe deswegen so viele getroffen, weil die dort bei dem Bikepacking-Rennen eine fest vorgegebene Strecke haben. Also die sind alle die gleiche Strecke gefahren. Das hat natürlich den Vorteil, dass man vorher nicht so viel planen muss. Und es hat wahrscheinlich den Vorteil, dass Folgendes nicht passieren kann. Was mir dann passiert ist, denn meine Strecke ging über diese Brücke. Und blöderweise war bei OpenStreetMap nicht eingetragen, dass das ein gesperrtes Stück ist. Normalerweise sind eben Straßensperrungen eingetragen, dann geht die Route gar nicht über sowas drüber, aber so sah das halt dann hier aus. Und für mich stellte sich halt dann die Frage, was mache ich jetzt? Ich habe dann geschaut, was gäbe es für Alternativen. Es wäre ein Umweg von 10 Kilometer gewesen. Oder halt einfach zweimal das Rad, diesen Absatz, einmal hoch, einmal runter, war tatsächlich gar nicht so einfach. Aber ich habe mich dann für die weniger Kilometer entschieden. 8 Stunden vorher ist der Sieger, Christoph Strasser, genau an der gleichen Stelle gestanden. Der ist aber Weltrekordinhaber im 24-Stunden-Radfahren. Für den sind 10 Kilometer kein Problem. Der ist natürlich außen rum gefahren. Ich habe nicht geschaut, wer dann letztendlich schneller war.
Ich glaube nicht, weil es war ganz schön aufwendig. Dann habe ich abends um 10:30 dann die tschechische Grenze erreicht. Und dann oben beim Kontrollpunkt in einem Berggasthaus war dann eine Sicht nach Krupka. Und ganz interessant, wie es da in dem Gasthaus aussah. Mein lauschiges Plätzchen war gerade dahinter, also idealer Platz, dann um wieder 4 Stunden zu schlafen. Ja, das waren die Routen, die ungefähr 120 Teilnehmer sind es, die im Zeitlimit ins Ziel gekommen sind. Die Grünen sind die Männer und die Braunen die Frauen. Ich habe meine rot eingezeichnet, also man sieht hier die unterschiedlichen Routenwahlen. Manche haben halt lieber kürzere Strecken. Fiona Kolbinger, die Siegerin vom letzten Mal, ist da untenrum, also sogar dann noch südlich vom Erzgebirge, weil der Parcours hat unten im Tal begonnen. Wir mussten alle, die von der anderen Seite kamen, dann runterfahren und dann wieder hoch, damit wir halt diesen ganzen Parcours dann absolviert hatten. Aber sie hatte dann später auch mal gesagt, Germany is so hilly. Aber sie muss es eigentlich wissen, sie kommt aus Dresden und kennt die Gegend. Vielleicht wollte sie auch deswegen nicht dort rumfahren, aber die Strecke war, also ich würde es wieder so machen. Ja, dann um 7:30 morgens habe ich dann in dem Gasthaus gefragt, ob es denn auch Frühstück gibt. Dann hat er gesagt, ja, ab 8 kann man frühstücken. Dann war für mich klar, da warte ich natürlich, das Frühstück nehme ich mit. Und ich habe da einen Italiener beobachtet, der ganz aufgewühlt, aufgeregt da rumgelaufen ist, weil dem war die halbe Stunde zu viel, weil die Uhr ja die ganze Zeit weiterläuft. Aber ich war halt entspannt, ich war eher so ein bisschen auch manchmal im Urlaubsfeeling und deswegen war es für mich klar. Als ich dann gefrühstückt habe, saß der Italiener auch da am Frühstücken. Helm auf natürlich, damit er dann, den hat er in der halben Stunde vorher schon angezogen, damit er dann auch gleich weiterfahren kann. Ja, die zweite Strecke, das war dann der Parcours mit den vielen Höhenmetern. Und dann eben durch Tschechien. Und dann kurz nach Pilsen war dann der Teil zu Ende. Das ist das Gasthaus. Da war dann leichter Nieselregen und es war ziemlich kalt. Die Straßen in Tschechien, ich sage immer, die sind digital. Entweder sie haben wunderbaren Asphalt oder sie sind die absolute Katastrophe dazwischen. Gibt es eigentlich nichts. Das ist jetzt die Elbe bei Děčín. Da macht der Flugverkehr auch nicht so viel aus. Aber halt Hügel. Hatte mir dann beim ersten Metallsplitter eingefangen und dann Platten gehabt, aber ich habe genügend Schläuche dabei und habe mich da nicht aus der Ruhe bringen lassen. Schlauch wechseln und dann geht es weiter. Es war da sehr heiß dann an dem Tag und es ist dann schon Richtung Sonnenuntergang. Und ich bin dann bis 2 Uhr unterwegs gewesen. Dort war es dann Richtung Bayerischer Wald ziemlich kalt mit 10 Grad und ich hatte da keine Lust draußen zu schlafen.
und habe dann gesehen, an der großen Straße, auf der ich unterwegs war, war ein Campingplatz ausgeschildert. Schaue ich mal auf dem Campingplatz. Die haben manchmal ein Waschhaus, wo man dann auch mal sich hinlegen kann. Und vor allem hatte ich einfach das Bedürfnis zu duschen. Das Waschhaus war ziemlich runtergekommen, aber das Wasser war super zum Duschen. Zur Not hätte ich mich da in das Waschhaus gelegt zum Schlafen, habe aber gesehen, dass die zwei Hütten extra offen gelassen haben für Spätankömmlinge. Und so konnte ich dann in der Nacht tatsächlich auch bequem im Bett schlafen. Am anderen Morgen, als ich los bin, war die Rezeption immer noch nicht offen, aber es gab halt dann ein Kästchen, wo ich dann halt einfach das Geld dann reingelegt habe. Dann der vierte Teil, dann durch Deutschland. München habe ich lieber mal umfahren, weil da ist mir dann zu viel Verkehr. Und dann ging es in die Alpen über den Fernpass und in Imst habe ich dann übernachtet. Das war ein wahrer Fan an der Strecke, der hatte dann ein Plakat aufgebaut. Jetzt weiß man ja, man darf ja keine Unterstützung von anderen annehmen, aber wenn jemand dasteht, der alle unterstützt, dann ist es wiederum erlaubt. Zumal er ja auch nur Wasser uns gegeben hat und habe mich so gefreut, dass ich mich dann auch, da habe ich dann angehalten und mich mit ihm unterhalten. Einen weiteren Fan hat es dann nicht mehr gegeben. Wobei einer stand noch an der Strecke zum Fotografieren, der hat nämlich dieses Foto gemacht, das habe ich später dann per E-Mail bekommen. Irgendwo in Bayern war kein Blitzer, sondern das war ganz normaler. Ja, bei Erding, da trinkt man natürlich dann einen Erdinger und auch wieder an so einem heißen Tag ist es halt wichtig, dass man genügend Flüssigkeit zu sich führt. Da geht es dann über den Fluss Regen, der durch Regensburg fließt. Da sieht man dann schon Regen- oder Gewitterwolken, die sich über den Alpen breit machen. Und ich habe dann in Wolfratshausen, in einem schönen bayerischen Landgasthaus, 2,5 Stunden so richtig verpflegt, weil das mir beim Radfahren auch immer wichtig ist. Und tut einfach auch gut, so eine Pause zu machen, weil es dann hinterher einfach wieder besser weiterläuft. Dann war eben Regen vorhergesagt und es war klar, dass ich nass werden würde. Ich wollte aber unbedingt den Fernpass bei Nacht fahren. Fernpass ist halt vom Verkehr her tagsüber nicht besonders angenehm. Nachts geht's. Und dann habe ich dann von Wolfratshausen aus in Imst dann ein Hotel gebucht, mit der Dame vom Hotel ausgemacht, dass sie den Schlüssel deponiert, weil ich gesagt habe, ich werde ungefähr um 3 Uhr wahrscheinlich ankommen. Das war dann überhaupt kein Problem. Und dann kann man auch gut durch den Regen fahren, wenn man weiß, dass man dann hinterher sich auch wieder aufwärmen kann und ein Bett auf einen wartet. Genau, dann ging es von Imst los über den Reschenpass, den Umbreilpass und da ist dann der zweite Parcours in der Nähe von Bormio. Kurz nach Landeck war das, als ich hier dann am Inn entlang fahre, da war ein wunderschöner Radweg angelegt. Am Anfang ging auch meine Route an diesem Radweg entlang. Dann ist die Route mal weg vom Radweg. Dann habe ich gedacht, ach, der Radweg ist so schön, ich bleibe einfach auf dem. Und normalerweise ist einer meiner wichtigen Dinge, die ich befolge, ja nicht von der Route weggehen, wenn es nicht unbedingt sein muss, weil der Radweg, der entpuppte sich dann später als so ein Weg. Zum Umdrehen war es mir aber dann zu weit. Da war dann die Alternative, ganz gut wieder auf die Straße zu kommen. Das ist dann der Reschensee.
geht es den Umbreilpass hoch. Da hinten sieht man den Ofenpass. Da geht es dann bis auf 2500 Meter hoch, oben dann auch in Regen. Das ist Blick zum Schlitzer Joch. Und auf der anderen Seite runter nach Bormio. Und dann der zweite Kontrollpunkt. Checkpoint 2. Yeah. Checkpoint 2, sagt er. Genau, die geben einem dann den Stempel in die Karte. Und dann haben sie mich gefragt, wie geht's dir? Dann habe ich gesagt, super. Dann haben sie gesagt, warum bist du so entspannt? Dann habe ich gesagt, da steht doch ein Schild, dass man hier duschen kann. Im Wellnessbereich haben sie extra eine Dusche eingerichtet für uns Radfahrer. Und ich wusste, ich kriege da auch was zu essen. Und von daher gab es überhaupt keinen Grund, warum es mir nicht gut gehen sollte. Aber was ich eigentlich vorhatte, nämlich dann weiterzufahren über den Gavia-Pass, das konnte ich dann nicht machen, weil der Regen immer stärker wurde. Und also wirklich heftiger Starkregen. Und es wäre nicht besonders vernünftig gewesen, dann die kleine Passstraße auf 2600 Meter hochzufahren. Da hätte man auch noch mit Schnee rechnen können. Und ich habe dann in dem Hotel im Skiraum meine Isomatte hingelegt. Da hat mich ein bisschen genervt, dass das Licht immer an- und ausgegangen ist, Bewegungsmelder, aber die Sicherung habe ich dann auch gefunden, wo ich dann Ruhe hatte. Und vor allem war vorhergesagt, dass ab 3 Uhr der Regen aufhören würde. Und das war dann tatsächlich so, als ich um 3 Uhr dann wieder aus meinem Schlafsack raus bin, kam zumindest kein Regen mehr von oben und dann konnte ich dann den Gavia-Pass fahren. Waren halt nur 148 Kilometer an dem Tag. Das ist normal viel zu wenig, aber habe ich gedacht, nächsten Tag wird es dann wieder reingeholt. Da war ich dann unterwegs durch die Po-Ebene. Erstmal kam noch der Tonale-Pass und dann die Po-Ebene bis nach Slowenien. Genau, das war hier am Gavia-Pass oben. Da hat es sage und schreibe 3 Grad gehabt. Und ganz viel Geröll auf der Straße, sodass ich dann gedacht habe, es war wirklich vernünftig, das nicht dann am Abend noch zu machen. Ist dann auf dem Tonale-Pass. Ist dann der Lago Caldonazzo im Trentino und da war es dann schon wieder sehr heiß, 35 Kelvin wärmer als noch am Morgen und dementsprechend war dann in Borgo Valsorgana wieder eine Verpflegungspause angesagt mit viel Flüssigkeit
und was man halt sonst noch beim Radfahren braucht. Manche haben vielleicht schon gemerkt, dass ich einen Gepäckträger am Rennrad habe. Den habe ich tatsächlich auch neu, weil ich diese Satteltaschen unterm Sattel nicht so mag. Liebe zum Detail, der hat tatsächlich einen integrierten Flaschenöffner. Also die wissen wirklich, was Radfahrer brauchen. Ja, und so konnte ich die Mittagshitze mit ein bisschen Kühlung verbinden und bin dann weiter in die Po-Ebene gefahren. Da war ein relativ großer Ort, Porto Guaro hieß der. Da wollte ich dann Abendessen, habe mich dann schon auf Pizza eingestellt. Jetzt habe ich aber in diesem ganzen Ort keine Pizzeria gefunden. Am Ortsausgang, wo ich aber dann nicht wieder zurück wollte, war dann so ein asiatisches Restaurant. Und da habe ich gedacht, eigentlich wäre auch mal eine schöne Abwechslung, mal asiatisch zu essen. Und das Gute war, da gab es All You Can Eat. Ich kann mir vorstellen, dass es das jetzt für Langstreckenradfahrer nicht mehr gibt. Aber mir hat es gefallen. Und von dort aus habe ich dann geschaut, wo kann ich die nächste Nacht verbringen, weil mir ist immer wichtig, dass ich da frisches Wasser habe, dass ich mich waschen kann, weil es sich dann einfach im Schlafsack besser anfühlt. Und habe dann im ersten Ort in Slowenien dann gesehen, dort gibt es eben einen Brunnen und das war dann mein Ziel noch für die Nacht. Da habe ich dann eben Slowenien erreicht. Die letzten 25 Kilometer ging es ein bisschen hoch. Das waren nur 360 Höhenmeter, also eigentlich eine Steigung, die man normalerweise gar nicht merkt. Dort ist mir es relativ schlecht gelaufen. Das war sehr mühsam. Da habe ich dann gemerkt, okay, es stecken doch noch die ganzen Pässe, die ich vorher gefahren hatte, noch in meinen Knochen. Und umso vernünftiger war es dann dort, Pause zu machen. Da war dann auch eine Autobahntankstelle. Da habe ich gesagt, super, da kann ich dann mein Feierabendbier kaufen. Als ich dann dahin bin, war eine Schlange bis weit über den Parkplatz. Wahrscheinlich war das Benzin besonders billig, keine Ahnung. Jedenfalls habe ich dann aufs Bier verzichtet und es gab halt dann immerhin frisches Wasser aus diesem tollen Brunnen dann. Und ich lag dann da bei einer Bank. Das war eben dann schon morgens. Und da sieht man eben jetzt mal meine Ausrüstung. Ich habe das auch mal dabei. Ich muss es gerade mal zeigen. Also da ist zum Beispiel der Schlafsack, in dem ich hervorragend schlafe. Und dann meine Isomatte, die ich, je älter ich werde, immer mehr schätze. Die ist mir tatsächlich wichtiger als der Schlafsack, weil man halt einfach da, also ich schlafe da wie im Himmelbett. Und auch dem Alter geschuldet habe ich natürlich ein aufblasbares Kopfkissen dabei. Das gehört einfach zum Komfort dazu. Und dann habe ich hier noch mein großes Handtuch, so ein Mikrofaserhandtuch. Aber es gibt auch noch ein kleines Handtuch. Das kann man dann hervorragend zum Waschen nehmen. Also ich brauche nicht den Tipp von Kretschmann, da komme ich dann schon selber drauf. Die ganze Ausrüstung wiegt weniger als 600 Gramm. Also zumindest die Schlafausrüstung. Wenn ich das immer vergleiche mit Tonnen, die manche Wohnmobilisten durch die Gegend fahren, naja, das ist halt, da ist man halt unterschiedlich. Manche fragen, wie sieht es eigentlich mit Sitzbeschwerden aus? Wie hält man das eigentlich aus, so lang auf dem Rad zu sitzen? Da gibt es eine ganz nette Karikatur, die jemand angefertigt hat, Saddles of the TCR, also Sättel, die in dem Transcontinental Race vorkommen. Und ich bin mir sicher, dass die alle irgendwie auch vorkamen, nämlich in den Köpfen der Fahrerinnen und Fahrer. Also Sattel ist natürlich ein Problem. Bei mir sind es eigentlich drei Dinge, die mir wichtig sind. Und zwar, ich habe immer zwei Radhosen dabei und eine wasche ich immer. Das heißt, ich kann jeden Tag eine frische Radhose anziehen. Und ich gehe nie ungewaschen in den Schlafsack. Da gibt es andere. Letztes Mal war ein ganz junger Randonneur hier da, der sagt, ich gehe immer direkt vom Rad in den Schlafsack. Ich mache das nicht. Und ich schwöre auf Neoballistol. Das ist dieses Öl, das man von den Feinmechanikern kennt. Da gibt es nämlich eine Version extra für Hautpflege und ist hervorragend für die Regeneration der Haut. Also von daher ist es auch ein Problem, was man in den Griff kriegen kann. Ja, dann geht's weiter durch Slowenien und dann nach Kroatien, durch Zagreb. Und ich habe ja praktisch der Kontrollpunkt 3, Durmitor, liegt ja da unten. Also naheliegend wäre vielleicht auch gewesen, an der Küste entlang zu fahren.
Jetzt sind wir da aber 2018 schon mit dem Tandem unterwegs gewesen. Gerade bei Rijeka, kann ich mich erinnern, war ein furchtbarer Verkehr. Insbesondere die Touristen, die da alle unterwegs sind auf der Küstenstraße, das war nicht besonders angenehm. Und wenn dann der Bohrer noch weht dazu, dann kann das ziemlich ungemütlich sein. Und die Strecke da eben weiter nach Kroatien rein, die hatte auch weniger Höhenmeter und war eigentlich ganz, ganz gut zu fahren. Und in Tschechien gibt es wirklich sehr schöne Straßen, wo man auch viele Radfahrer trifft. Liegt vielleicht daran, dass Primož Roglič und Tadej Pogačar, zwei ganz bekannte Radprofis aus Slowenien, kommen. Ein bisschen ist es wie Schwarzwald. Auf mein Cockpit mit dem Navigationsgerät, immer was zu futtern in der Tasche. Meine Klingel darf auch nicht fehlen. Bis dann eine Kapelle in Kroatien, kurz nach der Grenze. Zagreb. In Zagreb war ich dann in McDonald's. Das kann man sich jetzt vielleicht nicht so richtig vorstellen, dass das so die gute Verpflegung ist. Aber es ist tatsächlich, hat tatsächlich Vorteile, weil es geht einerseits schnell. Andererseits weiß man, was man kriegt und auch was man bestellen kann. Drittens, es gibt WLAN, das hat auch Vorteile. Und da habe ich mich dann entschieden, dass ich von dort aus noch weiterfahren will und habe dann ein bisschen Ausschau gehalten, wo könnte man denn übernachten. Habe dann ein ganz nettes Hotel gefunden, dann schon in Bosnien-Herzegowina. Und habe dann angerufen, ob ich denn spät in der Nacht kommen könnte. Dann hat er gesagt, ja, wann denn? Dann habe ich gesagt, ich schätze so 4 Uhr, aber ich kann es nicht genau sagen. Ja, ja, er ist dann da und das wird dann funktionieren. Und waren noch 150 Kilometer zu fahren. Ich habe mich noch gut gefühlt, also habe ich das dann gesagt, ja, ich komme. Das mache ich normalerweise gar nicht so gern, dass ich so weit im Voraus plane. Und es war dann auch in dem Fall, hat sich relativ bald herausgestellt, dass es vielleicht ein Fehler war. Denn plötzlich wurde ich ziemlich müde. Und das hat man halt oftmals nicht so im Griff, wann man müde wird. Und das war halt so ein Stück, da war es relativ flach. Das heißt, der Puls ist nicht besonders weit oben. Und da wird man dann halt einfach relativ schnell müde. Und da war halt wirklich jede zweite Kurbelumdrehung mit einem Gähnen verbunden. Und also war schwierig, dann die Augen offen zu halten. Und normalerweise muss man in so einer Situation dann anhalten und schlafen. Aber ich hatte dem Wirt ja gesagt, dass ich komme und ich wollte einfach nicht, dass ich dann den im Stich lasse. Also habe ich mich halt wirklich gequält und wurde langsamer, bis dann plötzlich ein Hund aus einer Einfahrt auf mich zugeschossen kam. Es war ein relativ großer Hund, zumindest von seinem Ton her, der auch sehr schnell unterwegs war und ich natürlich im Reflex halt dann versucht habe, dann zu flüchten. Also ich habe dann wirklich auf Maximalgeschwindigkeit erhöht und vorbei war mit der Müdigkeit. Also ich kann sagen, ich habe noch nie in meinem Leben gedopt, aber in der Situation habe ich gespürt, was es bringt. Also ich war so voller Adrenalin, hoher Puls und wirklich, weil ich eben so erschrocken war und weil ich dann dem Hund entflohen bin, der hat dann auch nach 2 Kilometer, war es ihm dann auch zu blöd, ist dann auch wieder umgedreht. Habe aber dann gemerkt, was das Adrenalin mit einem macht. Also ich hatte wirklich ein Gefühl fast unbändiger Stärke, absolute Glücksgefühle, habe mich gefühlt wie im Rausch und kann dann schon so ein bisschen nachvollziehen, dass man da ein bisschen in Versuchung kommen kann. Bei so einem Rennen, meiner Meinung nach, bringt es gar nichts, denn da geht es ja darum, mit seiner Leistungsfähigkeit möglichst die ganze Zeit
umgehen zu können, ohne große Regeneration. Und wenn ich dann so ein Maximalleistungsteil drin habe, dann fehlen mir die Körner halt einfach später. Aber es war halt einfach eine sehr interessante Erfahrung. Ich habe dann Bosnien-Herzegowina erreicht. Man sieht hier auch auf der Kirchturmuhr genau 4 Uhr, wie ich es gesagt hatte, das war in dem Ort, das Hotel, dass ich halt noch fast eine Stunde suchen musste, weil bei Google Maps war das Hotel nicht richtig eingetragen und niemand hat natürlich gewusst, wo das ist. Ich habe tatsächlich ein paar Leute getroffen und gefragt. Da war es halt dann fast 5 Uhr, bis ich dann für 4 Stunden dann in dem Hotelzimmer dann geschlafen habe. Ja, an den Uhrzeiten, die hier angegeben sind, erkennt man, dass ich einfach die Tage ein bisschen ausweite. Also hier bei Teil 8 bin ich um 10.50 Uhr dann letzten Endes nach dem Frühstück dann losgefahren, bin dann gefahren bis am anderen Tag, 9.50 Uhr, war ich dann am dritten Kontrollpunkt. Und so habe ich es dann geschafft, dass ich in diesen 14 Tagen, die ich unterwegs war, nur 11 Mal geschlafen habe, indem ich einfach die Tage verlängert habe. Und das ist ein bisschen so im richtigen Leben, denn da reicht mir ein 24-Stunden-Tag normalerweise auch nicht. Also es ging dann hier über Banja Luka, Sarajevo, dann nach Montenegro. In dem Ort Kotor Varoš fand ich ganz interessant, habe ich in relativ kurzer Distanz 4 Kirchen passiert. Erstmal eine orthodoxe Kirche, dann eine Moschee . Das ist die katholische Kirche. Ich habe selten eine hässlichere Kirche gesehen. Und nochmal eine hübsche orthodoxe Kirche. Ja, die Strecke von Banja Luka nach Sarajevo. Hier die gerade Linie. Man sieht hier, das ist jetzt Google Maps, die Straßen, die größeren Straßen sind gelb markiert, die kleineren dann weiß. Und so liegt es eigentlich nahe, welche Route man da wohl wählt. Also diese eine gelbe Straße ist eine Route der sogenannten zweiten Kategorie. Das sind bei uns die Landesstraßen. Die etwas breiteren gelben, erste Kategorie, Bundesstraßen. Und dann gibt es auch noch ein bisschen Autobahnen, die man da sieht. Also wie gesagt, eigentlich eine klare Routenwahl. Wenn man hier jetzt mal genau hinschaut, ist, eben diese Straße zweiter Kategorie, wie bei uns die Landesstraßen, das wird halt von der Verwaltung des Landes vorgegeben. Ich kann mir allerdings nicht erklären, wie das dazu gekommen ist. Ich habe dann diese Route gewählt, die war deutlich die kürzeste und hat auch noch 500 Höhenmeter weniger gehabt. Und da kann ich mich noch genau erinnern, wie ich an dem Sonntag vor dem Rennen das geplant hatte und mich einfach gefreut hat, ja super, wenn eine Route kürzer ist und weniger Höhenmeter, dann ist ja klar, dass ich die dann nehme. Ich habe dann zwar gesehen, dass da ein kurzes Schotterstück dabei ist, habe aber dann gedacht, Route zweite Kategorie, das ist wie von St. Peter nach St. Märgen die Landesstraße. Wenn da mal Schotter ist, so wie in Skandinavien zum Beispiel auf den Durchgangsstraßen, das ist dann mit dem Rennrad auch problemlos zu fahren. Was ich halt nicht gemacht hatte, war wirklich die Beschaffenheit genauer anzuschauen. Und das gibt es zwar bei OpenStreetMap nicht bei allen Straßen, dass die Kategorie angegeben ist, aber hier war sie angegeben. Das habe ich halt allerdings erst hinterher geschaut, ob ich da hätte vielleicht ein bisschen besser hinschauen sollen. Das Gelbe ist nämlich Beschaffenheit bad und das Schwarze ist very bad. Insgesamt 12 Kilometer, die ich da auf der Schotterstraße zurückgelegt habe und das sah dann so aus. Also das Stück berghoch, es ging bis auf 1200 Meter hoch, sieht man links, und bergab war es nicht viel besser.
Klar ist, diese Straße kann man mit einem normalen Pkw nicht fahren. Ich bin auch nicht der erste Radfahrer, der hier diesen Fehler gemacht hat. Da gibt es zum Beispiel Björn Lenhardt, der war schon Zweiter und Dritter beim Transcontinental Race. Der ist vor ein paar Jahren auch genau an diese Stelle gekommen, da wo ich das linke Bild gemacht habe. Der ist allerdings umgedreht und ist 80 Kilometer Umweg und nochmal 1000 Höhenmeter mehr gefahren, weil er sich das nicht antun wollte. Normalerweise ist es so, wenn ich so in so eine Situation komme, dann rege ich mich über mich auf und sage, wie blöd war ich eigentlich, dass ich das nicht gesehen habe. Manchmal kann man auch nichts dafür. Beim Three Peaks Bike Race 2020 war auf meiner Route eine Baustelle und es war dann eine Umleitung, aber die ging halt den Berg hoch. Und ich habe gedacht, ach Baustelle, 90% der Baustellen kann man problemlos mit dem Rad irgendwie vorbeikommen. Also bin ich 5 Kilometer das Tal runtergefahren. Ja, die Baustelle, die Straße war durch einen Erdrutsch einfach nicht mehr vorhanden. Also es war unmöglich, da weiterzufahren. Also musste ich die 5 Kilometer wieder zurück und doch die Umleitung über den Berg. Habe mich dann so über mich aufgeregt, dass ich versucht habe, dann die Zeit wieder reinzufahren, was totaler Quatsch ist natürlich. Aber hier war ich tatsächlich total entspannt. Ich habe über mich so ein bisschen gelacht und habe gesagt, ja, jetzt bist du irgendwie halt selber schuld und ja, dann hat man wenigstens von einem Abenteuer dann zu berichten. Das war es dann mit dem geputzten Fahrrad. Bei uns in der Wohnung hängen die Rennräder im Wohnzimmer und ich hatte gesagt, und das Rad hänge ich genauso, wie es ist, ins Wohnzimmer, dass ich immer daran erinnert werde, so einen Fehler will ich nicht mehr machen. Deswegen gibt es jetzt in meinem B-Router-Profil auch eben dieses Häkchen, wo dann die Beschaffenheit sofort angezeigt und mit entsprechenden Punkten bestraft wird, dass dann so eine runde Route nicht genommen wird. Aber es ist auch wieder was fürs Leben, denn sich bei Entscheidungen nicht zu früh festzulegen, ist auch eine Erkenntnis, die in anderen Bereichen gilt. Dann wurde ich so wieder ein bisschen zurückgeholt in eine andere Realität, als ich dann das Ortsschild von Sarajevo gesehen habe. 1425 Tage Belagerung von Sarajevo hat mich dann auch wieder an die schlimmen Dinge in Europa erinnert. Aber es gab dann auch wieder was Lustiges. Wir Langstreckenradler, die ja mit eigener Muskelkraft unterwegs sind, haben natürlich immer so ein besonderes Verhältnis zu den E-Bikern. Und eine meiner Lieblingskarikaturen ist die hier, also der E-Biker vorne und der Rennradfahrer hinten, die sich beide nach irgendwas sehnen. Man sieht auch, der Rennradfahrer hat auch ein Lächeln, während der E-Biker wahrscheinlich die Angst hat, dass der Akku nicht reicht. Ja, in der Nacht habe ich dann festgestellt, oh, der Akku von meiner elektronischen Schaltung wird langsam leer. Und die Vorstellung, dass ich irgendwo in einer Kneipe oder auch in einem Hotel fragen muss, ob die eine Steckdose haben, dass ich mein Fahrrad da dran hängen kann, das war mir irgendwie unvorstellbar. Aber ich habe ja ein Nabendynamo am Rad und da ist so ein Pufferakku dran, der immer geladen wird vom Nabendynamo. Und so habe ich dann zum ersten Mal, hatte ich sonst noch nie machen müssen, einfach den Akku von der elektronischen Schaltung mit dem praktisch mit dem Nabendynamo, also auch wieder mit eigener Muskelkraft geladen. Also die E-Biker, die leeren ihre Akkus beim Radfahren und wir laden unsere Akkus mit unserer eigenen Muskelkraft. Also auch das Handy und die Kamera habe ich in den meisten Fällen dann mit meinem Nabendynamo aufgeladen. Dann ging es weiter.
Sie hatten es ja gesehen, bis 10.50 Uhr bin ich da gefahren, die ganze Nacht durch. Hinter Sarajevo war mal ein bisschen ein zäher Anstieg, aber das gehört halt auch dazu, dass man sich da mal ein bisschen quälen muss. Und dann im Morgengrauen habe ich dann endlich mal gesehen, was es für eine tolle Landschaft ist, in der ich da unterwegs war. Das ist dann die Grenze zu Montenegro. Nationalpark, wunderschöne Straße an dem Stausee entlang, und ich war dann am Kontrollpunkt 3 vormittags, wollte da dann auch Pause machen. Nebendran gab es eine Pension und die haben dann Zimmer auch vermietet, egal zu welcher Uhrzeit, weil da ja schon einige Radfahrer unterwegs waren, und habe dann von 11 Uhr bis 3 Uhr Zimmer in einer Pension bezogen. Das hatte ich auch noch nie gemacht in meinem Leben, den Tag über. Aber es war mir auch ganz recht, weil so konnte ich der Hitze dann ein bisschen entfliehen. Und denn ich hatte mir vorgenommen, dann die Panoramastraße durch den Durmitor Nationalpark also praktisch noch im Hellen, aber in der Abendsonne dann zum Sonnenuntergang zu fahren. Lukas mit dem Signal. Alles klar. Hier sieht man nochmal die unterschiedlichen Strecken. Also da gibt es jetzt gar nicht mehr so viele Möglichkeiten, aber doch große Unterschiede. Entweder an der Küste von Triest dann bis zum dritten Kontrollpunkt oder eben durchs Hinterland. Meine Strecke eben die rote. Die meisten haben eben die Strecke an der Küste gewählt, aber hinterher, wenn die so erzählt haben, so richtig zufrieden waren die nicht. Dass ich natürlich das mit dieser Schotterstrecke, die hätte ich auch umgehen können, das zu umgehen, und wäre dann meiner Meinung nach die richtige Wahl gewesen für mich. Interessant war dann, das Stück, was die meisten gefahren sind, war ein Grenzübergang von Bosnien nach Montenegro, der aber, das war kein offizieller Grenzübergang. Und den durfte man streng genommen gar nicht benutzen. Jetzt sagt aber die Regel Nummer 9, man muss die lokalen Gesetze kennen und auch befolgen. Die haben alle eine Zeitstrafe von einer Stunde bekommen, weil sie eben diesen Grenzübergang genommen haben. Einer, der Gernot, der nachher noch im Video auch kommt, den hatten die Grenzsoldaten dann erwischt und haben ihn dann mitgenommen und ihn dann an den Grenzübergang gefahren, über den ich drüber bin. Das waren 50 Kilometer, die sie ihn da im Auto mitgenommen haben. Die Regel ist aber, man muss die Strecke mit eigener Muskelkraft zurücklegen. Also musste er von dort wieder mit dem Rad genau zu dem Punkt, wo sie ihn eingeladen hatten, dass er auch die ganze Strecke auch wirklich mit Muskelkraft zurückgelegt hat. Außerdem musste er noch 65 Euro Strafe zahlen. Das hatte ich zum Glück durch meine Routenwahl umgangen.
Ja, ich bin dann 17 Uhr, ich wollte zum Sonnenaufgang dann oben sein, auf dem Pass am Durmitor Nationalpark, bin dann durch Serbien, man sieht, dass es da ziemlich hügelig aussieht, das war es auch, dann bis nach Nordserbien, 433 Kilometer mit 5800 Höhenmetern, war wieder eine anspruchsvolle Strecke, aber eine wunderschöne Strecke. Also das war eigentlich das Highlight, finde ich, meiner Tour, diese Panoramastraße im Durmitor Nationalpark. Jemand gefilmt mit meiner Kamera, das heißt, ich bin zweimal gefahren, aber da fand ich es so schön, diese Sonnenuntergangsstimmung. Am nächsten Pass dann nochmal, zwei Münchner, die da im Auto geschlafen haben. Dann ging es hinein in die Nacht. Irgendwann nachts dann die Grenze zu Serbien und am nächsten Morgen dann im Stausee bei Nova Varos auf ungefähr 1000 Meter Meereshöhe. Wieder ziemlich hügeliges Gelände. Und was halt auch dazu gehört, was ich normalerweise nicht so mag, aber bei so einem Rennen will man ja schnell sein, 10 Stunden lang auf einer serbischen Bundesstraße. Aber guter Asphalt, das weniger gute Autofahrer, aber immerhin haben sie einen halben Meter Abstand gelassen in den meisten Fällen. Und heiß war es. Und das Radler war kalt. War eine Müllkippe. Unglaublich eigentlich. Im Ort danach waren, glaube ich, alle Plastikflaschen Serbiens in einem Ort. Teilweise haben sie die auch verbrannt. Unglaublich. Und dann wieder ein blühender Ort mit 40.000 Einwohnern in Nordserbien mit so einem Stadtfest. Und weil ich da recht weit gefahren bin,
Und ich hatte dann vor, die nächste Nacht wieder durchzufahren, habe ich mir hier dann auch wieder ein Hotel gesucht. Da gab es ein ganz, ganz günstiges Stadthotel. Leider hat nur keiner gewusst, wo das ist, weil die Leute, die hier unterwegs sind, die schlafen selten in einem Hotel in der eigenen Stadt. Nicht so ein bisschen rumgeirrt. Ich hatte an dem Tag schon gemerkt, auch durch diese Schlammpassage von dem Teil vorher, waren meine Pedale ein bisschen, es hat nicht mehr so gut funktioniert mit dem Ein- und Ausklicken. Aber ich dachte, muss ich mal irgendwann versuchen, den Dreck ein bisschen rauszumachen. Ja, gibt ja immer Leute, die dann sagen, ja, sie haben so ein bisschen Angst vor den Klickpedalen, wenn man da nicht rauskommt und so. Das habe ich nie richtig verstanden, weil ich gesagt habe, das ist doch der automatische Reflex, man dreht nach außen und dann ist man draußen aus den Klickpedalen. Jetzt ist mir es hier leider auch passiert. Auf so einer engen Stelle, an so einem Fußweg, bin ich halt dann gestürzt und habe dann mir das Schienbein ein bisschen heftig aufgeschlagen. Apotheke war noch offen, Desinfektionsspray konnte ich kaufen. Ich habe nur gehofft, weil es hat schon richtig geschmerzt, dass das dann am nächsten Tag hoffentlich besser sein wird. Und das war es dann auch. Also ich habe dann am nächsten Tag wieder gut fahren können. Ich war dann 11 Stunden in diesem Ort, eigentlich auch unvorstellbar. Die vor mir waren in der Ergebnisliste, ich glaube nicht, dass da jemand irgendwann mal 11 Stunden Pause gemacht hat. Aber ich hatte dann auch noch das Frühstück abgewartet, das es um 8 Uhr erst gab. Hätte ich darauf verzichten können. Ich habe selten ein spartanischeres Frühstück zu mir genommen. Immerhin gab es Kaffee. Aber ich war halt richtig erholt. Vielleicht auch ein bisschen zu erholt, denn in der ersten Stunde lief es überhaupt gar nicht. Also das sind halt, gehört auch dazu, Phasen, in denen man gefühlt überhaupt nicht vom Fleck kommt, wo man dann versuchen muss, sich darauf einzustellen, ja, ich muss da irgendwie durch und Hoffnung halt haben, dass es dann irgendwie wieder besser wird. Das wurde es dann auch. Also ich bin dann an der Donau entlang, durchs Eiserne Tor, so heißt dieses Stück der Karpaten, wo die Donau durchgebrochen ist. Und dann eben nach Rumänien und dann hinauf nach Transsilvanien zum vierten Kontrollpunkt, die Transalpina-Straße hochgefahren. Eben dann auch die nächste Nacht bin ich dann wieder durchgefahren. Ja, diese Bikepacking-Geschichte, es gab es ja vor 15 Jahren irgendwie auch den Begriff noch gar nicht. Früher sind wir halt mit Radtaschen durch Deutschland geradelt, jetzt sagt man Bikepacking dazu. Gibt es doch eine andere Beschäftigung, die das so hervorgerufen hat, nämlich das Dot-Watchen. Jeder, habe ich ja gesagt, alle von den Teilnehmenden haben einen GPS-Tracker, das heißt, man kann die im Internet verfolgen. Und das hat tatsächlich auch Suchtcharakter. Das ist mir selber auch schon passiert, dass ich da halt immer wieder geschaut habe, wo sind die Leute. Und insbesondere, wenn man sie dann auch kennt, ist es halt dann ganz interessant. Das Blöde ist nur, diesen Punkten sieht man ja nicht an, wie es der Person geht. Man sieht nur, wo sie ist. Und das ist halt interessant. Der eine, der halt morgens schon gleich mal die Dots checken muss und abends nochmal schnell gucken, bevor er einschläft. Oder wo er dann sagt, how much can one eat? Ja, das habe ich selber gemerkt, wie viel das sein kann. Oder dann hier, Fiona is back on the radar. Da hat man sich nämlich Sorgen gemacht. Die hat nämlich mal über einen Tag sich nicht bewegt. Das Problem war, dass sie bei der Übernachtung draußen in Tschechien, hat man ihre Tasche geklaut mit den ganzen Papieren, Geld. Und da war dieser GPS-Tracker auch drin. Da musste sie dann erst wieder sich neue Papiere besorgen und so weiter, ist aber dann auch weitergefahren und unter den ersten 10 dann trotzdem ins Ziel gekommen. So, jetzt hier an der Donau. Die ist hier dann doch ein bisschen mächtiger als noch vor ein paar Tagen in Straubing. From Germany. Freiburg. Black Forest, very nice. Ja, schon toll, wenn man da herkommt, wo dieser Fluss entspringt, sage ich da auch gerade noch. Schwarzwald, die Quelle der Donau. Hier war es wieder sehr heiß und hatte noch einen heftigen Gegenwind dazu. Aber schönes Donautal. Dieses Kloster ist dann schon auf der rumänischen Seite. Und dann geht es über ein Wehr
über die Donau. Also die Brücke ist genau 1 Kilometer lang, die man da fahren muss, um über den Fluss zu kommen. In Turnu-Severin, dann wieder ein größerer Ort. Ja, dann war ich um 23:30 dann in der Nacht im nächsten größeren Ort, Tago Yiu heißt der. Ich habe da eine 24-Stunden-Tankstelle an der Strecke gehabt, da habe ich dann noch ein bisschen Koffein-Nachschub geholt und da spricht mich ein Einheimischer an, was ich denn mache, wo ich herkomme und ja, er wäre auch öfters schon in Karlsruhe gewesen, er wäre da Kurierfahrer und ich, ob ich denn bei ihm übernachten wolle. Es war tatsächlich ein verlockendes Angebot, aber ich wollte halt unbedingt noch auch in der Nacht dann diese Transalpina-Straße fahren, weil die tagsüber bei der Hitze hätte ich mir nicht vorstellen können, da diese Passstraße zu fahren. Er hat mir dann noch seine Handynummer gegeben, wenn denn irgendwie was wäre, könnte ich ihn denn anrufen, wenn ich Probleme hätte, habe ich dann so abgetan, was soll denn schon passieren? Ja, 2 Stunden später hätte ich es fast gebraucht, seine Hilfe, denn mich hat da nicht nur ein Hund verfolgt, sondern ein ganzes Rudel freilaufender, streunender Hunde. Man hat ja vorhin einen gesehen an der Straße. Tagsüber sind die lieb und brav, da ist denen auch zu heiß, aber wenn die sich nachts zum Rudel zusammenraffen, dann werden die sehr, sehr aggressiv, einfach das Rudelverhalten. Und ich hatte dann auch wieder den Fluchtreflex, den man eigentlich gar nicht haben soll, weil es eigentlich nichts bringt. Aber habe halt dann wieder meine Geschwindigkeit total erhöht. Die sind mir hinterher, 2 große Hunde sind neben mir, rechts und links haben sie mich flankiert. Einer schon fast mit dem Fell in den Speichen. Also wenn die da ins Vorderrad gekommen wären, dann wär ich gelegen und dann wollte ich nicht wissen, was dann los gewesen wäre. Also war tatsächlich keine besonders schöne Begegnung. Ich habe mich zwar vorbereitet, habe Pfefferspray dabei, hatte aber natürlich, habe ja gesagt, wie kompakt meine Ausrüstung ist. Zahnbürste habe ich immer da schneide ich immer den Stiel ab, weil der ist viel zu lang und zu schwer. Hatte ich also auch mich für das ganz kleine Fläschchen Pfefferspray entschieden. Das sprayt halt 2 Sekunden. Und wenn einem 20 Hunde hinterherlaufen, dann bringt auch dieses Pfefferspray nichts. Als ich dann irgendwie, die haben dann auch mal abgelassen von mir, habe ich dann, wo dann klar war, jetzt ist kein Hund in der Nähe, habe ich angehalten und habe dann eine Holzlatte gesucht, die ich dann mir vorne auf den Lenker gelegt habe, weil ich gedacht habe, da habe ich wenigstens eine Möglichkeit, mich so ein bisschen zu verteidigen. Und es gab mir irgendwie dann halt ein gutes Gefühl. Und dann ging es eben diese Passstraße hoch, bis auf über 2000 Meter steigt die an. Und bei 1600 Meter ist nochmal so ein ganz kleiner Skiort. Und klar, die Hunde sind vor allem in den Ortschaften, weil da können sie sich dann vom Abfall ernähren. Und da habe ich gedacht, da oben auf 1600 Meter in dem kleinen Skiort, da sind sicher nicht irgendwie die Hunde da mal hochgekommen. Ich habe dann überlegt, meine Holzlatte wegzuschmeißen. Habe dann gedacht, ach, ich behalte sie doch noch ein bisschen. Vielleicht brauche ich sie ja wieder. Dann kam ich, war dann gerade so leichte Dämmerung auf diesen Ort zugefahren und ein Bild wie dieses hat mich da erwartet. Das Bild ist nicht von mir, weil in der Situation hatte ich alles andere zu tun oder alle andere Sorgen als Fotos zu machen, aber es war wirklich, auch von der Anzahl her, stimmt es relativ gut. Und da ging es aber fast 10% den Berg hoch. Also klar war, da kann ich nicht davonfahren. Interessanterweise passen die sich aber dann auch mit ihrer Geschwindigkeit an. Also die sind halt neben und hinter mir halt hergelaufen.
haben gebellt. Die Holzlatte hatte ich griffbereit. Ich habe gedacht, wenn einer zupackt, und das ist von drei Fahrern, weiß ich, habe ich hinterher erfahren, die sind gebissen worden. Drei andere sind so gestürzt wegen der Hunde. Hätte ich dann die Latte genommen, die kam aber nicht zum Einsatz. Den Hunden war es dann auch irgendwann mal zu blöd, und mir ist da dann Gott sei Dank auch nichts passiert. Und dann aber ganz interessant, nach dem Ort ist so ein großer, zotteliger Hirtenhund neben mir hergetrottet. Aber einfach ganz, ganz normal neben mir hergetrottet. Und wie wenn er mich so anlächeln würde. Ich habe dann gedacht, es ist jetzt irgendwie interessant. Der wollte, also war ganz klar, ich hatte überhaupt gar keine Angst vor dem Hund, weil der überhaupt nicht aggressiv war. Der wollte einfach neben mir herlaufen. Es war so eine Serpentinenstraße, der ist dann oftmals direkt den Hang hochgelaufen. Oben hat er wieder gewartet auf mich, bis ich wieder da war, ist wieder neben mir hergelaufen. Also das war wie wenn er sich sozusagen entschuldigen wollte für seine Artgenossen. Oder wenn er zeigen wollte, es gibt auch streunende Hunde, die nicht aggressiv sind. Und dann wusste ich, es sind jetzt noch so ungefähr 10 Kehren, und dann wollte ich kurz anhalten und einen Riegel essen. Und da habe ich gedacht, so, und der kriegt jetzt aber, der kriegt jetzt von meinem Riegel was ab. Eine Kehre vorher ist er abgedreht und ich habe ihn nicht mehr gesehen. Also unglaublich. Das ist jetzt nochmal eine Filmsequenz dann vor diesem Ort, also meine Bewaffnung. Entschuldigung, das wollte ich nicht. Jetzt muss ich nochmal. Das war aber wunderschön dann, die Transalpiner Straße dann zum Sonnenaufgang zu fahren. Da war es noch richtig schön frisch. Die mittags da ankamen, haben unglaublich gestöhnt über die Hitze, weil die halt am Südhang ist, die Straße. Also das war eine gute Entscheidung, zu der Uhrzeit da hochzufahren. Schneereste zu sehen, und der Kontrollpunkt war dann 700 Höhenmeter tiefer im nächsten Tal, im Lotrotal. Da musste man dann runterfahren, und weil der Parcours aber dann oben wieder weitergegangen ist, musste man halt dann die gleichen 700 Meter wieder hochfahren. Das war in einem Hotel im Lotrotal, der Kontrollpunkt, und ich hatte ja 24 Stunden schon in den Beinen. Da kann ich vielleicht auch in dem Hotel übernachten. Die Rezeption war aber noch nicht auf. Da kam aber dann ein Radfahrer aus seinem Hotelzimmer. Der hatte da halt auch ein paar Stunden geschlafen. Da habe ich ihn gefragt, hey, kannst du mir nicht deinen Schlüssel geben? Dann habe ich dann die andere Hälfte des Bettes auch noch genutzt und habe eben auch in einem benutzten Bett mich sehr gut erholt. Jetzt habe ich 4 Stempel in meiner Karte. Also nur noch der Stempel am Ziel ist übrig. Dieses Stück eben dann, was dann kam, dieser Parcours, ist eben dieser Schotterparcours gewesen, von dem ich schon erzählt habe. Das ist eine
Straße, die im Ersten und Zweiten Weltkrieg eine strategische Bedeutung hatte, aber zum Rennradfahren nicht besonders geeignet ist. Aber das war halt was jeder machen musste. Das gehört halt zu diesem Rennen auch dazu. Die nächste Schwierigkeit waren diese drei Fähren, die ich hier eingezeichnet habe, denn das waren die einzigen erlaubten Orte, bei denen man die Donau überqueren durfte. Es gibt bei Bukarest noch eine große Brücke, die war aber tabu, wahrscheinlich weil da halt auch sehr, sehr viel Verkehr ist. Also nur eine dieser drei Fähren waren erlaubt. Und jetzt sieht man, die Fähre ganz rechts liegt eigentlich viel günstiger von der Entfernung her. Problem war, die ist nur bis 17.30 Uhr in Betrieb gewesen jeden Tag. Die mittlere, die fuhr wenigstens bis 19.30 Uhr, aber die ganz links, die fuhr bis 23 Uhr. Und so musste man halt gucken, dass man halt im Blick hat, dass man diese Fähren dann auch kriegt, weil sonst steht man halt lange Zeit vor der Fähre. Und ich hatte vor, eigentlich die Fähre ganz rechts anzusteuern, weil das halt einfach die strategisch günstigere war. Man sieht, dass ich aber dann doch nach rechts abgebogen bin, dann die mittlere Fähre genommen habe, sage ich nachher noch was dazu. Ja, also vom Kontrollpunkt ging es dann erstmal die 700 Höhenmeter auf der schönen Transalpiner Straße wieder hoch. Und da geht es jetzt auf den Schotterparcours, die Drumul Strategisch, wie die Straße heißt. Straße ist gut gesagt. Aber wunderschöne Landschaft. Und gleich nach 500 Metern der erste Schaden, also Platten. Haben die extra so einen Grashügel noch ausgewählt, wo alle ihre Räder rüberschieben mussten, weil da konnte man nicht fahren. Ich hatte da mal tatsächlich mal überlegt, ob ich überhaupt fahren will, weil ich sowas normalerweise gar nicht mag mit dem Rennrad. Aber habe gedacht, wenn ich bis dorthin komme, zum vierten Kontrollpunkt, dann ist mir das auch egal, was da noch auf mich zukommt. Und ich war dann eigentlich auch, habe mich eigentlich damit abgefunden. 44 Kilometer können natürlich lang sein. Aber so ein bisschen, also gerade hier hat es auch ein bisschen Spaß gemacht. Also nicht so richtig fahrbar. Und dann hat es mich dann mit dem Vorderrad noch erwischt, also nochmal ein Platten. Und dann, ja, halbe Stunde später beim dritten Platten hatte ich dann keine Lust mehr zum Fotografieren. Hatte dann auch alle meine Schläuche, die ich dabei hatte, aufgebraucht. Ja, ich hatte kurz nach diesem Bild vor meinem dritten Platten auf der Strecke noch einen anderen Teilnehmer getroffen. Den hat es auch erwischt. Der fährt mit schlauchlosen Reifen und hat gesagt, er hat keine Möglichkeit mehr, das zu reparieren. Er kann jetzt gar nichts mehr machen. Ich hätte ihm dann meinen Schlauch geben können. Meinen letzten, wo ich noch gedacht habe, ich habe ihn ja dann tatsächlich auch noch selber gebraucht. Dann hätte er mir nach Reglement aber seine Privé-Karte geben müssen und wäre dann disqualifiziert gewesen. Und er hat zu mir nur gesagt, fahr du weiter, es wird gleich dunkel, guck, dass du weiterkommst. Witzigerweise war er kurz vor mir dann im Ziel. Ich wollte unbedingt auf der Finisher-Party dann von ihm erfahren, wie er das geschafft hat, da, weil es war wirklich komplett Niemandsland, wie er da wieder rauskam. Habe es aber nicht erfahren. Ich weiß nur, dass er dann tatsächlich disqualifiziert wurde. Vielleicht hat er irgendwie dann einfach fremde Hilfe in Anspruch nehmen müssen.
weil dann alle meine Schläuche aufgebraucht waren, hatte ich dann auch keine Lust mehr auf einen weiteren Platten oder wie auch immer. Außerdem war die Straße nicht besonders gut fahrbar. Das Bild ist auch nicht von mir, weil da war es dann schon dunkel. Und da habe ich dann 6 Kilometer einfach das Rad geschoben, weil ich gedacht habe, irgendwann kommt wieder Asphalt und dann geht es auch weiter. Und so habe ich für die 44 Kilometer dann sage und schreibe 7 Stunden gebraucht. Aber gehört halt auch dazu, bisschen Pech einfach, aber andere hatten tatsächlich noch größeres Pech. Später war das dann ein ziemliches Streitthema in den sozialen Medien. Man hat den Veranstaltern vorgeworfen, dass es halt wirklich eine Grenze überschritten hat, dass es gefährlich war, insbesondere nachts da auch, weil es da wirklich keine Möglichkeit gab, da, wenn es da irgendwas gewesen wäre, auch wieder wegzukommen. Ja. Ich wusste dann, manche, wenn sie so ein Rennen vorbereiten, dann schauen die, wo sind überall Restaurants, Öffnungszeiten, Supermärkte, Tankstellen, die 24 Stunden offen haben. Das ist mir eigentlich viel zu aufwendig, aber an dem Ort wusste ich, dass es da eine 24-Stunden-Tankstelle gibt und habe dann da auch wirklich das genossen. Also da bin ich mehrmals, die haben sich auch immer gewundert, für wen ich wohl den Nachschub hole die ganze Zeit. Habe dann auch mal so eine halbe Stunde wahrscheinlich in Randonneur-Position, da war draußen so ein Gartentisch und Stuhl und da liegt man halt dann so auf dem Tisch und schläft einfach mal eine halbe Stunde, macht Powernap und dann geht es wieder weiter. Dieses freundliche Geschöpf hat sich einfach neben mich gelegt, gefüttert habe ich ihn nicht, so war ich jetzt dann doch nicht so mit den Hunden gut drauf, aber ja, der war eigentlich ein ganz, ganz nettes Geschöpf. Dann ging es wieder auf eine sehr stark befahrene Bundesstraße, weil es einfach keine andere Möglichkeit gab. Diese Straßen, Straßen, die ein E haben in Rumänien, die waren auch verboten, die durfte man nicht fahren. Man darf da Rad fahren, aber der Veranstalter hat gesagt, wir dürfen da nicht fahren. Nur dieses eine Stück, das waren so 10 Kilometer, das war eben freigegeben. Und da war wirklich, das war ja dann morgens um 2, heftiger Verkehr, vor allem LKWs. Und war aber irgendwie keine brenzlige Situation. Ich bin immer, wenn es eng war, fahre ich eigentlich immer in der Mitte von der Fahrspur, dann können die einfach nicht überholen, finden die nicht immer ganz toll. Aber wenn dann klar ist, die nächste Möglichkeit, wo ich dann wirklich zur Seite fahren kann, mache ich dann auch Platz und wink die vorbei. Und irgendwie hat das eigentlich ganz gut harmoniert. Und ja, ich habe mich nur erinnert an meine Fahrt mit dem Flixbus von Aachen nach Brüssel. Da sitzt man ja weit oben und sieht so in die Fahrerkabinen der LKWs. Ich habe keinen einzigen LKW-Fahrer gesehen, der sich auf die Straße konzentriert hat. Die haben Kaffee gekocht, Fernseh geschaut, Handy gespielt. Und das war meine Angst. Wenn da einer dabei wäre, der halt einfach gar nicht guckt, dann wäre es schlimm ausgegangen. Aber die Straße war so kurvig und so schwer zu fahren für die LKWs, dass das dann unproblematisch war. Danach war ich wieder auf ruhigeren Straßen unterwegs, überquere hier dann den Fluss Olt. Ein großer Nebenfluss zur Donau. Da sieht man schon, wie ich ein bisschen müde aussehe. Also ich habe dann tatsächlich mal, war wieder sehr müde und habe dann gedacht, da ist so ein nettes Brunnenhäuschen, die gibt es da ganz viele mit religiösen Motiven an der Wand. Eigentlich ein hervorragender Platz, um mal ein Stündchen zu schlafen. Das zähle ich nicht als Schlafpause, weil es wirklich nur eine Stunde war, die ich da lag, aber war sehr, sehr erholsam und auch irgendwie romantisch. Da hat tatsächlich gleich auch ein Hund reingeschaut, als ich drin war, deswegen bin ich lieber auf dem Tisch gelegen. Die Straßen waren da nicht immer so gut vom Asphalt. Vor allem war es da sehr heiß, über 40 Grad. Und ich hatte das Problem, dass in den ganzen Ortschaften, die ich da angefahren bin,
gab es nirgendwo Möglichkeit, mit EC-Karte zu bezahlen. Und ich wusste ja, dass ich nicht mehr lang in Rumänien unterwegs sein werde, wollte eigentlich dann kein Geld holen, immer wieder probiert, ob man da, ich konnte einfach nichts einkaufen und habe dann gemerkt, wie ich halt einfach deutlich zu großen Flüssigkeitsverlust hatte. Und dann kam ein größerer Ort und ich habe gedacht, da werde ich auf jeden Fall dann am Automaten dann Geld holen. Aber da gab es dann auch wieder einen Supermarkt, bei dem ich mit der EC-Karte zahlen konnte. Da habe ich dann wirklich am Stück 4 Liter Flüssigkeit in mich reingeschüttet. Das waren 1 Liter Radler, 1 Liter Cola, 1 Liter Mineralwasser und jeweils 0,5 Liter O-Saft und Trinkjoghurt. Dann einfach noch ein bisschen Pause gemacht. Und eben weil es so heiß war und ich dann diese Pause einfach auch gebraucht habe, auch die Schlafpause kurz vorher, war es einfach nicht mehr möglich, diese etwas günstigere Fähre anzusteuern. Und bin eben dann auf die mittlere Fähre in Richtung Nikopol gefahren. Das war ein Umweg von 40 Kilometer, aber hatte eigentlich keine andere Möglichkeit, sonst hätte ich einfach zu viel Zeit verloren. Ja, die halbe Stunde Wartezeit auf die Fähre habe ich dann damit verbracht, wenigstens einen Schlauch wieder zu flicken, damit ich wieder einen in petto hatte. Flickzeug habe ich dabei. Und das war eben dann auf der Fähre über die Donau. Und diese Fahne auf der Fähre hat mich erst an Breisach erinnert, weil dort gibt es auch ukrainische Flaggen an der Rheinbrücke. Und da ist mir aber dann erst bewusst geworden, dass ich ja so nah an der Ukraine war. Also ich wäre schneller in die Ukraine von hier aus gefahren, wie dann zum Zielpunkt nach Burgas. Also gerade 300 Kilometer flussabwärts wusste ich, da tobt der Krieg. Und irgendwie hat mich das dann ziemlich mitgenommen, weil ich ja durch Europa gefahren bin. Und das ist auch der Grund, warum ich bei diesem Vortrag Spenden sammeln möchte für ein Projekt. Das ist der Pfarrer Eichkorn aus Grafenhausen im Schwarzwald. Der macht regelmäßig Fahrten in die Ukraine, bringt da Hilfsgüter hin und braucht einfach Spenden, um diese Dinge zu finanzieren. Deswegen werde ich nachher einfach 2 Kästchen da aufstellen und Sie einladen, dieses Projekt auch ein bisschen zu unterstützen. Das sieht man eben mit dem vollgepackten Transporter. An der Bildwahl sieht man auch, dass er in den sozialen Medien unterwegs ist. Er hat dann vom Krankenhaus Waldshut 60 Krankenhausbetten bekommen und hat dann den Transport mit dem LKW in die Ukraine organisiert. Das ist aus seinem Instagram-Profil. Am Ostermontag ist er auch hingefahren. Also ein Engagement, was mir irgendwie dann, fand ich irgendwie sehr passend zu dem Thema, durch Europa Rad zu fahren. Ja, dann bin ich in Nikopol in Bulgarien angekommen und habe gemerkt, wie es mir nicht so richtig gut ging. Ich hatte so leichten Schüttelfrost, es war mir so ein bisschen schwummrig. Wahrscheinlich hatte ich an dem Tag ein bisschen zu viel Sonne abgekriegt. Und deswegen wollte ich auch unbedingt dann wieder in einem Hotel. Ich wollte unbedingt duschen, das war mir eigentlich das Allerwichtigste. Jetzt gibt es eigentlich nur ein Hotel in dem Ort. Und just an dem Tag war eine Sportveranstaltung, und zwar ein Jetski-Rennen auf der Donau. Ist natürlich, fragt man sich schon, welche komische Sportarten es gibt. Jedenfalls war natürlich das Hotel komplett ausgebucht. Ich habe aber irgendwie dem Hotelchef, wie auch immer, klargemacht, dass ich unbedingt eine Dusche brauche, sodass er mich dann in seiner Wohnung, in seiner Dusche erstmal duschen lassen hat. Er hatte dann gesagt,
er konnte kein Englisch mit dem Übersetzer auf seinem Handy, haben wir versucht, dann mit ihm zu sprechen. Und er hat gemeint, er hätte zwar schon noch ein Zimmer, aber es ist halt reserviert. Da kämen noch Radfahrer. Da habe ich dann gesagt, also wenn die von unserem Rennen sind, ich bin mit der letzten Fähre gekommen. Jedenfalls hatte ich Hoffnung, dass ich da vielleicht auch noch ein Hotelzimmer kriege. Wenn nicht, hätte ich genauso gut, der hätte mich auch in der Hotellobby schlafen lassen, wäre kein Problem gewesen. Da war noch ein anderer, der auch auf Zimmersuche war. Wir haben uns erst auf Englisch unterhalten, bis wir dann gemerkt haben, dass wir beide Deutsche sind. Der Rüdiger aus Kaiserslautern, der war mit dem Paddelboot unterwegs. Der ist von Ulm aus 2000 Kilometer in einem Monat mit dem Paddelboot bis dahin gefahren. Da habe ich gedacht, verrückte Leute gibt es. Also es ist schon unglaublich. Jedenfalls habe ich dann ein Zimmer bekommen von dem Hotelier, obwohl der Rüdiger eigentlich vor mir da war. Und dann kam der Hotelier und kam so ein bisschen auf mich zu, hat dann mit dem Übersetzer, ob wir es denn ausmachen, was ausmachen würde, wenn der Rüdiger nicht auch in mein Zimmer. Dann habe ich gesagt, haben wir schon längst ausgemacht, dass wir das machen. Hatten da einen netten Abend miteinander, haben uns so ein bisschen unterhalten über Gegenwind, weil ich habe gesagt, ich habe jetzt noch eine Etappe bis ins Ziel, aber ich habe ein bisschen Respekt vor dem Gegenwind, weil ich an der Donau schon mal so Gegenwind hatte. Und dann hat er nur gesagt, wenn er mit dem Paddelboot Gegenwind hat, schafft das manchmal nicht überhaupt vorwärts zu kommen, sondern es treibt ihn zurück. Er versucht nur, nicht so stark zurückzufahren. Also da habe ich gedacht, okay, da geht es mir mit meinem Gegenwind doch auf jeden Fall besser. Ja, das waren dann die Routen, praktisch dritter und vierter Kontrollpunkt, dann bis ins Ziel. Da sieht man jetzt zum Beispiel ganz interessant, da bei der Donau unten von Rumänien nach Bulgarien, einer, der ist halt auf die linke Fähre zugefahren. Das war Ulrich Bartholmös, ein sehr guter und sehr bekannter Fahrer in der Szene. Der hatte bis zu dem Rennen jedes Rennen gewonnen, was er gefahren hat. Der wollte halt unbedingt noch über diese Fähre ganz links, die halt bis 23 Uhr fährt. Das Blöde war nur, die fuhr gar nicht wegen Niedrigwasser. Das hatte er nicht erfahren. Die Veranstalter sind sogar dann auch mit dem Auto, mit dem einzigen Begleitfahrzeug des Veranstalters, dorthin gefahren und haben ihn dann dort erwartet und ihm gesagt, tut uns leid, wir konnten dir es ja vorher nicht sagen, es wäre gegen die Regeln gewesen. Der ist also diesen Umweg gefahren und konnte dann gerade wieder zurückfahren. Niedrigwasser war auch das Problem dann für den Rüdiger. Ein paar Tage später hat er mir dann geschrieben, der ist dann kurz vor dem Donaudelta dann auf einen Wrack aufgefahren von der Schwarzmeerflotte, die da versenkt wurde nach dem Zweiten Weltkrieg und hat dann seine Tour auch abbrechen müssen. Also das war dann die letzte Etappe, nochmal fast 400 Kilometer. Dann über das Balkangebirge, das ist, so heißt das Gebirge, das dem Balkan den Namen gegeben hat. Und an dem Tag war noch mal so richtig alles dabei, was so dazugehört. Also die Hochs und Tiefs waren an dem Tag wieder sehr, sehr eng beieinander. Also es ging los, dass ich dreiviertel vier bin ich losgefahren. Es waren katastrophale Straßen. Also da war wirklich nur ein Asphaltfleck am anderen. Es war fast unmöglich, vorwärts zu kommen. Dann bin ich nach eineinhalb Stunden gerade mal 34 Kilometer gefahren, wieder total müde geworden, obwohl ich eigentlich 4 Stunden geschlafen hatte. Da musste ich einfach dann aufhören, eine Stunde in die Wiese liegen neben der Straße. Und dann war mir klar, dass ich das noch an dem Tag schaffe, wenn es so weitergeht, schaffe ich nicht mal die Finisher-Party am nächsten Tag. Und da muss man halt dann irgendwie durch. Als ich dann in dem Ort war, wo dann die rechte Fähre ankommt, da war ich auch deutlich vor der ersten Fähre, das heißt, die 40 Kilometer Umweg haben sich gelohnt. Da war der Straßenbelag besser und dann lief es wieder. Also das ist einfach immer wieder interessant, wie dann nach solchen schweren Phasen dann auch wieder die guten Phasen folgen.
Und in Targoviste habe ich dann nochmal richtig Pause gemacht in einem ganz netten Restaurant. Ich habe mir dann zum Ziel gesetzt, von jeder Kategorie auf der Speisekarte bestelle ich mindestens eines. Und also es war richtiges, schönes Urlaubsfeeling. Und weil ich auch dann schon gedacht habe, es könnte schon klappen, dass ich das Ziel bald erreiche. Habe dann ein bisschen angefangen zu rechnen und habe gedacht, wenn ich es schaffe, die letzten 180 Kilometer in einem Schnitt von 25 km/h zu fahren, aber halt inklusive Pausen, einfach mit 25 km/h insgesamt unterwegs zu sein, dann könnte ich es bis 22 Uhr schaffen. Ortszeit eigentlich 23 Uhr, aber 22 Uhr mitteleuropäische Zeit, dann hätte ich nämlich exakt 2 Wochen gehabt. Und das fand ich irgendwie ein ganz interessantes Ziel. Allerdings war das nicht ganz einfach. Wie gesagt, das Balkangebirge war noch dazwischen. Aber ich habe gedacht, ich probiere es jetzt einfach mal, weil ich einfach wusste, es kann mir eigentlich nichts mehr passieren. Und habe dann gedacht, okay, jetzt drehe ich mal ein bisschen auf und schaue mal, was in meinem Körper noch so drin ist. Und habe dann auch, dann kam nochmal eine Baustelle, auch nochmal 4 Kilometer Schotter. Da hat mich natürlich auch ein bisschen ausgebremst, aber ging alles gut. Und dann bin ich wirklich so ein bisschen am Anschlag dann die ganze Zeit gefahren. Musste dann aber mal noch kurz Pause machen, weil ich noch was zu trinken brauchte. So eine Tankstelle angefahren. Radler haben sie nicht gehabt. Also habe ich halt eine halbe Liter Bierdose Bier und einen halben Liter Cola. Habe das Bier in mich reingeschüttet und dann die Cola. Und dann habe ich ein bisschen so geschüttelt. Dann war es Radler im Radler. Und dann wirklich sofort wieder weiter. Also im Prinzip solche Pausen, die anderen die ganze Zeit schon gemacht haben. Aber ich habe gedacht, ich probiere es jetzt einfach mal aus. Und habe dann auch dieses Bulgarien, konnte ich mir gar nicht vorstellen, dass es so grün ist, dann auch nochmal richtig genossen und wusste dann, dass das jetzt hier dann mein letzter Sonnenuntergang sein wird bei dem Rennen. Das war dann im Ziel. Congrats, man. Video footage. Well done. Thank you, man. Yes. Ich habe mich am Schluss dann nochmal verfahren, weil vom letzten Parcours bis ins Ziel waren es auch noch so 3 Kilometer und ich hatte das nie irgendwie geplant, weil ich gedacht habe, ach, das mache ich dann mal irgendwann unterwegs. Jetzt hatte ich aber, weil ich so schnell unterwegs war, gar nicht die Möglichkeit, das zu planen. Bin dann mal noch, musste mal noch durch die Hecken laufen, also man sieht dann noch die Kletten an mir hängen, weil ich wollte halt einfach das unter diesen, praktisch in diesen 2 Wochen schaffen und habe dann tatsächlich, man sieht es unten rechts, die Zielzeit von 13 Tagen, 23 Stunden und 59 Minuten. Also so kann ich mathematisch exakt... So kann ich mathematisch exakt behaupten, unter 2 Wochen. Und die hatten dann natürlich gescherzt, typisch deutsche Pünktlichkeit natürlich, aber das war dann ganz interessant. Jedenfalls war das natürlich ein Glücksgefühl aufgrund der ganzen Corona-Problematik vorher, das unbeschreiblich war. War einfach da dann absolut glücklich. Es sind
250 gestartet insgesamt, 120 sind ins Ziel gekommen, also weniger als die Hälfte. Ungefähr 100 haben es im Zeitlimit geschafft von 16 Tagen. Und ich habe offiziell den 47. Platz belegt, was mir nicht so wichtig ist, aber wo ich stolz drauf sein kann, dass ich da so gut durchgekommen bin. Stolz bin ich drauf, dass ich einer von den 10 Fahrern bin, die keine Zeitstrafe bekommen haben, weil halt doch auch einige Dinge da waren, die, ja, die geahndet wurden bei den anderen. Ich hatte dann auch gedacht, jetzt bin ich im Ziel und jetzt gönne ich mir es mal so richtig und nehme jetzt ein tolles Hotelzimmer und dann schlafe ich so lang wie möglich. Jetzt war es aber danach 12 Uhr Ortszeit und da kann man halt bei Booking.com, wenn ich da ein Hotel reserviere vom jetzigen Tag, dann sagen die, ja, beziehbar 14 Uhr. Dann habe ich gedacht, jetzt habe ich mich ein bisschen geärgert und dann habe ich mich aber besonnen und habe gedacht, eigentlich habe ich jetzt 2 Wochen lang genau diesen Ort, den Strand am Schwarzen Meer, zum Ziel gehabt. Also schlafe ich natürlich an dem Strand und habe dann gesehen, dass es da auch eine Stranddusche gibt, konnte mich dann super duschen und habe mich dann in den Schlafsack gelegt und festgestellt, wer kann sich das eigentlich schon leisten? 100.000 Sterne Hotel, das ist halt, gibt es halt auch nur, wenn man draußen schläft. Und da habe ich wirklich gut geschlafen. Das ist jetzt doch ein Profi-Foto, weil das ist die Fotografin des Veranstalters gewesen, die hat das Bild gemacht von mir, auch das vorher. Die hat dann zu mir gesagt, sie war schon mal da, aber sie wollte mich nicht wecken. Dass sie ein Bild gemacht hatte, habe ich dann erst auf Facebook dann später gesehen. War das was ganz Besonderes, dann da zu übernachten. Also für mich besonders beeindruckt war wirklich am Schluss diese letzten 180 Kilometer, dass ich die wirklich im natürlich nicht ganz normalen Tempo, aber immerhin mit so einer Leistungsfähigkeit fahren konnte. Das hätte ich eigentlich nicht für möglich gehalten. Und das ist ein Zeichen, dass ich dann doch auch gehaushaltet habe mit meinen Kräften, dass ich eben am Schluss noch dazu in der Lage war. Und ein Zeichen, dass die Abbauprozesse, die es natürlich gibt bei sowas, nicht zu extrem waren. Und das fand ich eigentlich besonders beeindruckend. Hier sieht man nochmal die ganze Geschichte. Insgesamt 40.000 Höhenmeter, das klingt erstmal ein bisschen viel, wenn man es aber jetzt vergleicht, 4.360 Kilometer, das ist weniger als 1% der Strecke, geht es vertikal nach oben. Das ist eigentlich für uns eher wenig. Also wir fahren Super Randonnées mehr als das Doppelte an Höhenmeter pro Kilometer. Aber es waren, sieht man unten im Höhenprofil, natürlich auch einige Herausforderungen dabei, wobei ich sagen muss, die ganz großen Pässe, die sind oftmals einfacher zu fahren, wie die tausenden Hügel zum Beispiel in Tschechien oder auch in Serbien. Also hier sieht man ganz links Erzgebirge, dann die großen Peaks, die Alpen, dann Slowenien, Durmitor nochmal auf fast 2000 und am Schluss dann Transalpina nochmal über 2000. Das war dann die ganze, waren die ganzen Berge, die da zu bewältigen waren. Jetzt möchte ich noch ein kleines bisschen Analyse betreiben. Ich hatte es ja schon mal gesagt, ganz am Anfang Fiona Kolbinger mit 19 Stunden Bewegungszeit am Tag. Ich habe hier mal aufgetragen, das sind alle 120, die ins Ziel gekommen sind. Und grün dargestellt ist die Bewegungszeit und rot dargestellt die Stoppzeit, jeweils als Anteil von der Gesamtfahrzeit. Und jetzt sieht man bei mir, liegt bei 59%, hier die rechte Hälfte der Ergebnisliste, 59% der Zeit war ich nur in Bewegung und habe halt 41% gestoppt. Und man sieht, kein anderer hat weniger, weil das war so interessant. Nicole aus Heidelberg, die hatte dann mir geschrieben, hat gesagt, keiner vor dir kam ausgeruhter ins Ziel. Und da konnte ich ihr schreiben, aber auch nach mir kam keiner ausgeruhter ins Ziel. Weil wir waren 4 Leute, die auch 59% haben. Aber klar ist, wenn man natürlich weiter vorne in der Ergebnisliste sein will, dann muss man natürlich weniger Pausen machen. Das Blaue sind übrigens ist die reine Fahrzeit, die man in Bewegung zurücklegt. Also ich war 8 Tage, 6 Stunden und 11 Minuten wirklich in Bewegung.
Und wenn man jetzt die linke Hälfte, also die erste Hälfte der Ergebnisliste anschaut, sieht man, dass nur 11 weniger lang auf dem Rad gesessen sind als ich. Aber die haben natürlich auch deutlich, sieht man ja manche, die Megan zum Beispiel, die fast 85% Zeit in Bewegung hatte und nur 15% Standzeit. Dafür war sie halt auch 2 volle Tage länger im Sattel gesessen, aber war halt auch 15 Plätze vor mir im Ziel. Aber das ist halt so die Philosophie oder das Abwägen, wie viel ist man bereit sozusagen in das Rennen, in die Ergebnisliste zu investieren und wie viel ist Genuss dabei. Und da hat mir die Corona-Infektion tatsächlich geholfen, mich so zu entspannen, dass ich gesagt habe, ich will einfach nur im Zeitlimit ins Ziel kommen und alles andere ist mir eigentlich egal. Jetzt möchte ich Ihnen, als ich dann in Burgas war, habe ich natürlich das Leben genossen. Sie können sich vorstellen, das Essen ist dort wirklich hervorragend. Habe mir das natürlich dann auch auf jeden Fall verdient. Jetzt würde ich doch noch ein paar Profi-Fotos zeigen, also Fotos vom Veranstalter, und Sie einladen, sich einfach noch 4 Minuten fesseln zu lassen von dem Lachen der Langstreckenradlern, von den Tränen, von den Schmerzen, die man da sieht, und den Glücksgefühlen.
Ja, da bleibt mir am Schluss noch Danke zu sagen. Die Firma LWW, die mich mit Radklamotten ausgestattet hat. Die Firma Supernova hier in Gundelfingen für die erhellende Lampe. Fortis Studio in Freiburg, da mache ich immer Ausgleichstraining. St. Ursula Gymnasium hier für die Räumlichkeiten, für die Hilfe. Die Mädels aus der Jahrgangsstufe 1, die hier uns verpflegt haben. Ganz besonders aber Tobi, der Hausmeister, der hier mit Rat und Tat mir zur Seite stand. Dem Lukas, meinem Jüngsten, danke ich für den Livestream, den er hier gemacht hat. Der hat gesagt, ja, er hat letzte Woche einen Dreh und es wird wahrscheinlich ein bisschen später gestern Abend. 6.30 Uhr war der Dreh beendet heute Morgen und das in Amberg, musste noch herkommen. Verrückte Leute gibt's. Vielen Dank, Lukas. Manuela, für deine Geduld und deine Unterstützung, ohne die ich sowas überhaupt nicht machen könnte. Und last but not least, Ihnen für die Aufmerksamkeit. Dankeschön. Danke.